Herzlich willkommen beim Atomic Heart Let's Play. In der letzten Folge haben wir ja zwei Behälter platzieren können. Einmal die in diesen Pflanzenabteil, diese große Halle, dann in diesen Tierabteil, wo zum Schluss, wo wir dieses Rätsel gelöst haben, wurden alle Tiere geschreddert und wir konnten jetzt hier weiter, müssen quasi jetzt die Werkstatt in Gang setzen. Und dabei machen wir jetzt auch weiter und machen gleich los und gucken, dass wir den nächsten Behälter kriegen. Ich glaube, noch zwei Behälter sind übrig. Dann können wir dieses Pflanzenteil, diesen Baum, quasi wiederbeleben und kriegen dann auch irgendwie die Türen auf, wo wir dann vielleicht endlich mal in Richtung kommen, dass wir den Komplex endlich verlassen können. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ruhig einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, da könnt ihr mich riesig unterstützen. Und unter der Videobeschreibung bei meinem Partner Instant Gaming findet ihr super günstige Games. Der Link ist absolut kostenlos. Könnt ihr euch ruhig mal anschauen. Und wir gucken mal, was hier abgeht. Okay, hier haben wir schon Gefahrenquellen quasi. Da könnten Roboter sein. Das ist aber eine Riesenhalle. Okay, den können wir so ausnocken. Der ist nämlich schon kaputt. Genau. Eine Leiche. Scheiße. Nichts als Leichen. Ein Safe Room zumindest. Laserrelais zur Aktivierung der Stromversorgung. Gut, damit komme ich klar. Aber an diesen Scheiß werde ich mich nie gewöhnen. Lootkiste. Was habe ich eigentlich noch an Munition? Auch habe ich genug. Munition habe ich genug. Ja, gut. Dann müssen wir das Ganze in Gang setzen und dann wird hier wahrscheinlich auch der Krieg ausbrechen. Bei so einer riesen Halle wird garantiert irgendwas passieren, dass da heftige oder viele Gegner kommen. So, jetzt müssen wir gucken. Blau, blau, rot. Ja, das könnte jetzt ein bisschen schwieriger sein, eventuell. Nee, so schwierig ist es gar nicht. Hier ist was nicht korrekt. Okay, wir haben es aber geschafft. Okay, jetzt können wir, glaube ich, das Ganze hier in Gang setzen. Hier haben wir leider keinen Speicherpunkt. Hier komme ich auch nicht rein, und dann drücken wir mal. Also, oh, jetzt geht's Licht an. Wie fülle ich jetzt den Behälter? Der Behälter füllt sich automatisch mit Kryopolymer. Wir müssen nur warten. Das klingt ein bisschen. Ach, hier ist der Behälter. Ach nee, nicht wieder hier irgendwie die beschleunigen. Wusste ich doch, dass wir nicht einfach geduldig abwarten können. Wo ist denn unsere Gesellschaft? Drohnen? Diese Piepmetze haben wir hier. Wir können eigentlich auch warten, bis das hier voll ist. Ach, hier ist so einer. Ach, das soll ich hier. Okay. Okay. Da kommen dann wieder irgendwelche komischen Zombies.
Ach was. Endlich. So, hier ist weiter niemand. Dann bekommen wir jetzt hoffentlich den Behälter. Können zurück und den nächsten Behälter einsetzen. Da ist noch so ein Zombie. Nichts wie raus hier. Ah, cool. Der schnelle Weg. Ihr habt es ja mit euren verdammten Kanistern. Die schiebt ihr immer wieder gerne irgendwo rein. Nun, das ist Tradition. Tja, vielleicht solltet ihr mal eure Traditionen überdenken. Wenn ich auch nur noch einen Kanister sehe. Ah, jetzt sollen wir mal runterrutschen. Bumm. Oh. Und kaputt. Und kaputt. Was ist denn hier los? Ah, hier komme ich bestimmt später hin, ne? Ah, okay, hier muss ich später mal hin. Nicht jetzt, denke ich mal. Jetzt. Okay, hier komme ich auch später hin. Nein, ich muss da rein. Komm schon. Ach was, endlich. Komm schon, heil dich, heil dich. Heil dich, mein Freund. Alter, der ist aber hartnäckig. Der ist aber hartnäckig. So. Also hier weiter durch. Ich lock ihn mal hier raus, hier habe ich mehr Platz. Zwei Schläge, dann ist der auch hinüber. So, jetzt lock ich die mal wieder raus. Mann, die verursachen aber einen riesen Schaden. Alter, die verursachen aber auch einen riesen Schaden. Oh, beide mit einmal erledigt. Beide mit einmal erledigt. Beide auch gleichzeitig gelootet. Ja, ich brauche wieder Medikits auf jeden Fall. So, gibt es hier noch irgendwas? Auch keine Kiste oder so? Nein. Bisschen Schrott irgendwie für mich. Hier gibt es auch nichts. Oder noch nichts. Was ist hier? Okay, der ist hartnäckiger. Erstmal heilen. Der ist ein bisschen hartnäckiger, der Typ. Oh, der ist massiv hartnäckig. Alter Schwede, ist der hartnäckig. War ich hier schon? Aber hier gab es auch weiter gar nichts. Hier ist ein normales Schloss, glaube ich.
Ist wieder so eins, okay. Ja, normales Schloss, das bekommen wir jetzt auch schon mittlerweile schneller auf. Hier ist gerade etwas sehr laut. Hast du das gehört? Ich höre alles, was du hörst, Major. Also, was meinst du? Schöne Scheiße! Ruhe, verdammt! Da vorne lauert irgendwas Gefährliches. Und außerdem ist das mein Spruch. Gibt's hier einen Safe Room für mich? Aber wir brauchen immer noch den Behälter mit Pestizidpolymer. Safe Room, bitte. Könnte es hier einen Safe Room irgendwo geben? Nein. Hier, da ist ein Roboter, aber ein normaler. Hat der mich gesehen? Ja, der hat mich gesehen, dann wird er auch erledigt. Dann wird er auch erledigt. Gut. Eigentlich wollte ich hier noch gar nicht lang. Aber das hört sich so beängstigend an. So, da hinten lang. Hier komme ich nicht durch. Also muss ich ja hier rum. Ne, hier bin ich als erstes lang, ne? Oder? Meine Tür, die so komisch verschlossen ist, die ich öffnen kann. Oh, hier sieht es aber gruselig aus. Scheiße. Bist du irre? Soll das ein Witz sein? Du könntest ihn jederzeit aufwecken. Wenn die Pestizide in 2 Stunden einen kritischen Tiefstand erreichen, wacht er auf. Verstehst du? Ich brauche einen Behälter Pestizidpolymer. Da ist ein Behälter. Genau da drin. Such nach einem PA-400 Polymerbehälter. Wir jagen den Scheißkerl in die Luft. Dann kannst du den nehmen, was du willst, okay? Okay. Na schön, wir machen es auf deine Art. Aber wird der Behälter dabei nicht zerstört? Scheiße! Die Pumpe! Der Schierling muss ständig besprüht werden! Kaum mehr PA-400! Du musst den Polymerbehälter auftreiben! Jetzt sofort! Ja, klar, ein Behälter. Sag mir wenigstens, wie er aussieht. Eine Art gelber Zylinder! Finde den gelben Zylinder, sonst sind wir am Arsch. Wie soll ich den Wo finden? Wo finde ich diesen gelben Zylinder? Das ist ein Polymerbehälter, Major. Die sind immer gelb. Er dürfte nicht so schwer zu finden sein. Gut, da könnte ich mal ein bisschen gucken, ob ich noch was verbessern kann an meinen Waffen. Oder erstmal Munition, Schrotflintenmunition wäre mir schon... Lieber, kann ich schon irgendeine Waffe anfertigen, eine neue? Nein. Nee, ich brauche definitiv Schrotflintenmunition. Ja, und ich würde gerne gucken, ob ich wieder eine Waffe upgraden kann. Verbesserung, kann ich hier an der Axt mal was machen? Klinge würde ich gerne, aber hier geht noch nichts. Griff. Okay, jetzt habe ich schon wieder meine Materialien für die Munition ausgegeben. Aber Hauptsache, wir können mal speichern und dann geht's weiter. Okay. Noch eine Loot. Ist das eine Lootkiste? Ja. Hier ist wieder ein Toter, der mit mir spricht. Ach nee, das ist wieder so eine Taschenuhr. Muss ich das hier oben kaputt bekommen? Ja, zerstört. Was geht denn hier ab? Hier ist auch jetzt weiter nichts. Da könnte eine Kiste sein. Ja.
Hier ist auch weiter nichts. Ah, hier ist wieder so ein Ding, das können wir kaputt machen. Ne, hier ist sonst weiter nichts. Damit wir auch mal vorankommen. Gut. Oh, den habe ich jetzt nicht so gut gesehen. Zwar gesehen, dass da ein Feind war. Ich habe eigentlich gedacht, dass das so ein fliegendes Vieh ist. Dabei ist es wieder so ein Zombie-Ding gewesen. Ah, da hinten ist wieder ein bisschen was. Hier ist verschlossen wahrscheinlich, auf jeden Fall. Hier noch irgendwas Wichtiges. Kaputt. Ich mach dich kaputt. Und dann mache ich auch das Ding hier kaputt. Ist hier noch irgendwo so ein Teil? Da oben. Wie kommt man denn da hoch? Ach, ich guck mal, ob ich es abschießen kann. Ja. Das geht auch. So. Okay, ich muss mich dann doch mal beeilen. Das ist der gelbe Behälter, den wir suchen? Willst du mich verarschen? Da müsste irgendwo noch ein kleinerer sein. Ja, das will ich hoffen. Hier ist sonst nichts. Na schön, nehmen wir eben den ganzen Scheiß-Tank mit. Der sollte wohl reichen. Sollte er wohl. Wie nehme ich den ganzen Tank mit? Ja, wie mache ich das? Kann ich den jetzt schieben? Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich es machen soll, aber ich gehe mal hier die Leiter hoch. Vielleicht finde ich da irgendwie eine Möglichkeit. Ein Safe Room. Können wir mal speichern. Damit wir weitermachen können. So, hier war ja weiter nichts. Hier ist manchmal auch noch so eine Kiste, die noch sonst so rumliegt. Hier haben wir schon mal ein Schloss. Das könnte ich schon mal knacken. Dass das auf ist. Dass ich da vielleicht abhauen kann, notfalls. Genau. Dann haben wir das auf. Dann speichere ich, muss ich nochmal speichern, dass ich das jetzt geöffnet habe, dass das so bleibt. Das weiß ich nicht so richtig. Button. Hey Charles, das ist doch scheiße, oder? Sobald der Schierling nicht mehr mit Dünger besprüht wird, wird er aufwachen. Und er wird alles hier zerquetschen, einschließlich uns. Ah, jetzt muss ich aufs nächste Podest. Und das Ding... Ah, Telekinese. Okay. Plattform bewegen. Wie weit soll ich sie denn bewegen?
Okay, ich glaube. Aha. Oh, das backt gerade hier extrem. Ich hänge hier fest. Okay, ist gerade hier backig. Ich hänge hier gerade fest. Machen wir mal Pause. Nee, ich hänge fest. Das ist sehr blöd. Ah. Ja, buggig. Buggy. It's buggy. Es ist buggy. Au. Das hat wehgetan. Kann ich das hier aus dem Weg räumen? Hä? Was genau? Ich muss doch jetzt irgendwie das Ding drehen. Das kapiere ich jetzt nicht so ganz. Das ist für mich noch nicht so nachvollziehbar, wie das jetzt hier funktionieren soll. Aha. Da müsste ich wahrscheinlich hoch. Da wäre das nächste Pult. Ah, okay. Und dann müsste ich... Hier kann ich nämlich nicht hochspringen. Okay, das ist wieder so ein Rätselteil. So ein Rätselding. Muss auf jeden Fall... Da hinten wäre wieder so ein Bedienfeld. Komm schon. Ah. Ah, jetzt wird Bedienfeld. Kapier ich jetzt noch nicht so ganz. Ach, ich muss die Bahn drehen, ne? Der Waggon muss gedreht werden. Ah, jetzt. Falsche Richtung. Oder muss ich doch da lang? Ja, da müsste ich erstmal die Plattform hier weiter bewegen. Müsste ich dann darüber oder wie? Aber ich kann sie auch nicht weiter bewegen. Nee. Au. Au.
Au, au, au. Ich hätte jetzt eigentlich da gut rüberspringen können. Nee. Wo war ich denn jetzt als letztes? Ach, hier vorne. Halt, halt, halt. Hier war ich als letztes, genau. Ist aber auch ein Rätsel, alter Schwede. Pestizidanzeige gesunken. Jetzt bei 8%. Ach Scheiße. Abgehängte elektromagnetische Plattform, Bedientafeln auf Schritt und Tritt. Was für ein System. Welcher Vollidiot hat sich das denn ausgedacht? Ja, das wollte ich auch gerne mal wissen. Weil das ist nämlich ganz schön knifflig hier, das zu packen. So. Ja, jetzt müsste ich darüber. Kann ich das hier auch verschieben? Wie soll ich denn da hinkommen? Okay, der steht gleich auf. Ach nee, der ist schon tot. Noch so ein armes Schwein. Hat sich das falsche Versteck ausgesucht. Ruhe! Hier ist irgendwo ein Mutant! Hier wird er uns nicht finden. Wir sind in Sicherheit. Oh! Das Licht ist ausgegangen! Ich sag's nicht gerne, aber dich hat ein Mutant erwischt. Dann bin ich tatsächlich getötet worden. Komm schon. Dachte ich's mir doch. Komm schon, laber aus. Ich würde gern die Kiste noch haben wollen. Erst als ich starb, wurde mir klar, dass ich das Leben nie so ganz ernst genommen hatte. Man vermisst das Wasser erst, wenn die... Wie symbolisch. Okay, dann noch schnell looten hier. Jetzt muss ich ja... Hey, Charles. Wenn ich getötet werde, verwandle ich mich dann auch in einen sprechenden Toten? Liege ich in der Ecke und brabbele unverständliches Zeug für mich hin? Schwer zu sagen. Einerseits hast du keinen Neuropolymerspeicher. Andererseits wurde dein Körper einem hohen Maß an Polymerisation unterzogen. Also, ja oder nein? Uns fehlen die Daten, um das mit Sicherheit sagen zu können. Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Nein, danke. Ich verzichte. So. Ach so. Uns beeilen. Schöne Scheiße, ich versuch's ja. Ja, wo soll ich jetzt hin? Wieder da hoch, ne? Nee, da hoch. Jetzt hab ich das dort. Habe ich das dort? Jetzt muss ich erst mal gucken. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss.
Au! Ach, da oben muss ich hin, ja. Gucken, ob ich. Komme ich von hier aus hier hin? Ja. Super. Ah, nochmal. Genau. Ja, wo lang? Ah, ich habe keine Ahnung. Wieder zurück. Drehen. Falsche Richtung. Die Richtung einmal. Doch. Doch, doch. Wie komme ich denn da auf das Boot? Ja, ich weiß, dass ich in der Luft springen muss. Da oben komme ich hier auch. Hier komme ich eigentlich. Hier sollte ich eigentlich ziemlich einfach hinkommen. Genau. Pestizidanzeige gesetzt. Jetzt bei 4%. Die Situation ist kritisch. Wo ist der Typ an der Pumpe? Ist der abgehauen oder was? Von mir aus, du zuerst. Okay. Wo ist das nächste Pult? Hier oben war. Alter, das wird ja immer lauter. Das wird ja immer lauter hier. Aber wie soll ich hier schon schneller machen? Ich muss das ja auch erstmal alles in Rätseln. Mann. Ah, hier. Ah, ich hab's geschafft. Das Rätsel zumindest geknackt. Stick an deinen Pestiziden, Drecksding. Das war's. Rauchpause. Was? Gibt keine Raucherpause. Hast du den Behälter? PA-400 ist aus. Nicht was einfängt, ich bin tot. Ganz ruhig, Kumpel. Da, hier ist dein Behälter. Hast du eine Ahnung, was ich alles tun musste, um den herzuschaffen? Scheiße, nicht so. Das bringt ihn nicht um. Du solltest ihn hochjagen. Verdammt, was tun wir jetzt? Er ist wach. Das Polymer anzünden. Deine Kippe. Damit kann man das Polymer anzünden? Dieses? Ja. Stirb, Drecksding! Alter Schwede. Oh, verdammt. Mein Bein. Alles gut, Kumpel? Ja, geschafft. Scheiße, Sprossen. Steh schon auf. Mein Bein steckt fest. Schieß endlich. Es sind zu viele. Beeil dich. Ich versuch's ja. Erwischen Sie uns Kannst du nicht besser zielen? Wir sind fast da. Steh auf. Steh auf. Ich versuch's ja. Ich versuch's. Scheiße. Nein. Hilf mir. Mach es weg. Da. Halt durch, Kumpel. Ich komme. Oh, Kacke. Der beschissene Behälter. Wenigstens etwas. Oh. Er ist blockiert. Du merkst aber auch alles.
Scheiße, war das abgefahren. Wow. Habt ihr in diesen Laboren wirklich nichts Besseres zu tun, als riesige Killerpflanzen zu züchten? Der Weg zu wissenschaftlichen Höhenflügen steckt voller Fallstricke. Fehler lassen sich nur vermeiden, indem man nichts tut. Das ist kein Lootbehälter, warum nicht? Gibt es hier nicht noch irgendwas zum Looten? Hier in der Ecke ist was. Hier ist ein Safe Room und eine neue Lootkiste. Das können wir nämlich mal abspeichern. Munition habe ich gar nicht verbraucht. Mit Munition sieht es noch gut aus. Oh, ich habe ziemlich viel Munition noch. Dann würde ich nämlich jetzt mal abspeichern. Ja. Und dann machen wir im nächsten Video auf jeden Fall weiter, wenn diese grauenvolle Musik vorbei ist. Alter, das ist ja extrem. Was ist das für ein Müll? Gut. Ah. Auf jeden Fall machen wir im nächsten Video weiter. Das war jetzt mal eine richtig spannende Folge. Es ging mal richtig voran. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr mich riesig unterstützen. Und schaut bei meinem Partner Instant Gaming unter meiner Videobeschreibung. Dort findet ihr super günstige Games. Bis dann, ciao.